Attention, Attention, hier kommt das Fändchen. Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier, One Homie Left. Ich bin auf der Suche nach dem allmächtigen Loot. Außer dem Mist hier, der hier gewachsen ist. Ja. Oh, oh. Ich glaube, die wollen hier rein. Ah, das funktioniert nicht, weg damit. Ein blaues Shotgun Barrel. Oh, warte mal, das könnte ich gebrauchen. Die Pistol Parts nicht unbedingt. Aber ich glaube, das Shotgun Barrel könnte ich ganz gut gebrauchen. Ist ruhig geworden. Und das macht mir Angst. So. Ein blaues Shotgun Barrel. 4,79. Das Blaue ist doch besser wie das Grüne, ne? Da war doch sowas, ne? In der Richtung war das doch. Ach, das ist ein Short schon wieder. Ach. Puh, Na dann. Ciao. Und noch was zum Reparieren? Ich hatte vier Stofffetzen dabei. Ja. Dann machen wir das auch nochmal ganz. Repair, Repair. Das ist immer so mit dem Hin- und Herschalt. Das ist noch voll schwierig, finde ich. Nackig gemacht. Nackig gemacht. Das war schlecht. Instant alles ausgezogen. Naja, Glück gehabt, dass ich jetzt hier nicht so vor irgendwelchen Jungs stand. Mhm. So. Das sitzt. Krawatte sitzt. Dann nehmen wir uns unseren Loot wieder mit. Es hat ja nichts gebracht. Sagt die Uhr? Was sagt die Uhr? Die sagt auf Wiedersehen. Die sagt, mach dich vom Acker. Ja, ich gehe ja schon. So, schwuppdiwupp, eine Waffe in die Hand und dann geht's weiter. Was natürlich fehlt, ist immer noch Ausdauer. Das ist sehr schlecht hier im Moment. Ich habe die Ausdauer leider nicht. Da müssen wir noch mal ein bisschen rüberlatschen. So ein bisschen in die Mitte. Ich hoffe nicht, dass noch viele Hunde da sind. Das ist der Benzinstore. Die Garage. Ja, leider kein Popopil-Laden da. Sehr, sehr schade. Die würde ich gerne mitnehmen. Dann lasse ich lieber die Flinte hier oder... Das könnte ich hier lassen. Ich würde sagen, ich verschanze mich mal hier runter, hier oben hin. Oder? Wenn ich so auf die Uhr gucke. Die kann ich irgendwie nicht mitnehmen. Das ist doch schlecht. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir wirklich nicht. Ich kann hier noch einmal Yucca trinken. Dann bin ich schon wieder satt. Kann höchstens wegschmeißen, das Yucca. Hm. Brauche ich die oder nicht? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber die ist eh nur pur. Komm, Wurst. Wurstsuppe und ab dafür. Gehen wir woanders hin. Kommen sowieso noch schwierigere Aufgaben auf mich zu. Ja, irgendwie gibt es hier nicht so den Loot-Hammer. Hier drüben vielleicht nochmal? Ja gut, da habe ich ja geguckt. Das ist ja nur das Kino. Ach, toll. War doch schon wieder so ein Hund, ne? Da vorne ist ein Foodstore. Hm. Da vorne wäre noch ein Foodstore. Oh, wir gehen daneben. Genau. Besser. Der war besser. Der schnarrt auch noch.
Oh, der Hund. Bleib. Sitz. Wie er brüllt, hä? Fast wie so ein Spider. Ah, oh, da ist noch so einer. Wo will er hin? Bleib doch da. Na gut. Na gut. Nick, gell? Das haben wir schon. So, da drüben waren wir gerade. Ich sehe, da oben ist noch der eine Bolzen. Und ich glaube, ich könnte... Ich glaube, ich könnte mir mal ein neues Versteck suchen. So. Oh, das war ein Honigträger. Na komm. Bin immer noch undetected. Das zählt aber, glaube ich, bei den Hunden nicht, ne? Kann das sein? Wow. Grüner Stuff. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd gerade. Weil jetzt die ganze Nachbarschaft euch mich zutrapst. Oh, geil, 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 geil. Hallöchen, Hund. Na, was der von mir will, frage ich mich gerade. Der kleine Scheißerbeißer. Ein kleiner Scheißerbeißer. Ich kann gar kein Leder mehr aufnehmen, sehe ich gerade. Gut, dann ist das wohl so. Schöne Stadt auf jeden Fall. Ich muss sie jetzt leider in den Rücken kehren. So. Hast du noch was dabei? Ein bisschen was. Gut. Wir sollten irgendwann nochmal hier zurückkommen. Das sollten wir mal. Gut, jetzt, ist nur das Problem, dass ich... Jetzt müsste ich irgendwie nach Hause kommen, ne? Jetzt bin ich schon eine Weile unterwegs, würde ich sagen. Jetzt bin ich eine Weile unterwegs. Oh. Ach, was ist denn hier schon wieder? Hat er was dabei? Ach, altes Sandwich. Der alte Sandwichmaker, verdammt nochmal. Ja, schrei du nur. So, vielleicht haben wir Glück und wir sehen dann irgendwie irgendwo noch eine kleine Hütte zum Übernachten. Nehmen wir jetzt trotzdem nochmal einen Schluck aus der... Nee, kann ich nicht. Doch, kann ich. Ich mach das so. So mach ich das mal. Oh. Noch einer. Wie gut, dass ich doch ein bisschen Munition dabei habe. Ja, Dickerchen. Die hätte ich ganz gern. Und weißt du was? Ich tausche gegen Stickies. Okay? Kriegst du Stickies und ich das hier. Selbst wenn das Ding Schrott wäre. Es sind mindestens 8 Munitionskugelchen. Kügelchen drin. Und die reichen mir auf jeden Fall eine Weile aus. So, es wird dunkel und das ist mein Problem. Ich glaube, ich bin jetzt mutig genug gewesen, wegzulaufen, aber aus der Stadt herauszulaufen ins Nirgendwo ist, glaube ich, die schlechteste Idee. Ja, oh, du hättest mal gern noch ein schönes Antibiotika für mich. Bitte, bitte. Ach, natürlich nicht. Also wir schlafen doch nochmal heute Nacht in der Stadt. Wir müssen doch nochmal in die Stadt. Das ist mir zu riskant. Der Weg hier draußen... Antibiotika? Ja? Hast du? Natürlich nicht. Aber sie hätte die Annette. Na?
Sie hätte Alkohol dabei. Sie hätte Alkohol dabei. Und das macht mich doch schon wieder nice to run, oder? Ist nur die Frage. Wir hatten aber auch kein Haus hier in der Gegend, gell? Scheiße. Hier steht aber auch nichts mehr in der Gegend rum, ne? Und die Sonne geht unter. Nee, ja gut, ich weiß, das bringt nichts. Ich gehe zurück. Das hat alles keinen Nährwert. Kein Mehrnährwert. Hallo back. Ja, nett. Hunting Rifle Parts. Ja gut, jetzt. Nee. Wir gehen einfach weiter. Weißt du was? Da hast du aber noch mal Glück gehabt. Komm mal her. Ich habe hier was für dich. Schönes Klingenobst. Schönes Klingenobst. So, du auch? Habe gezögert. Nein. Also ich gönne mir doch nochmal die Stadt. Ich gönne sie mir nochmal. Wahrscheinlich verhungere ich gleich. Oder ich muss dann einfach nochmal ein bisschen durch die Gegend laufen da unten. Vielleicht habe ich ja Glück. Ja, da war doch so ein Schmackofatzladen. Hätte ich mal reingehen sollen, ne? Ja, ein bisschen Zeit habe ich noch. Ich hab ja noch Zeit. Ist ja alles gut. Ich will ein paar Eier backen. Habe ich Eier dabei? Nee. Kann ich mir auch keine backen. So, wo war denn der Schmackofatzladen? Der war natürlich auf der anderen Seite. Hier hinten, ne? Gehen wir doch einfach durch, oder? So viel los war jetzt auch nicht mehr in der Stadt. So ein ruhiger Ort. Hallo. Hallöchen. Immer zu Hause? Ich habe mehr von Ihnen erwartet. Mehr zu essen auf jeden Fall. Das war der Stiff. Da ist noch so ein Fetti. Oh, hier ist der Edeka. Sehr gut. Ich muss es leider gleich trinken. Ja. Was gibt's hier drin? Ach, endlich. Endlich was zu essen. Ja, nee, leider nicht. Was haben wir hier noch? Bestimmt Bier oder so. Hier ist immer Bier drin, warte mal. Und da nochmal. Und hier? Was haben wir da noch? Bier, Bier, Bier. Bett, Bett, Bett. Ja, ich habe so viel Loot dabei, das ist eigentlich ganz schrecklich. Ich kann ja nicht mal ein Bierchen mehr mitnehmen. Mal gucken, hier muss mal irgendwas zu futtern dabei sein. Oh. Hier ist ja offen, die Hütte. Das gefällt mir nicht, wenn das offen ist. Ja. Kommt die Biene hier gleich reingeflogen, oder was? Wir haben ganz gut gewütet hier unten drin, würde ich sagen. Nein! Nein! Oh, meine Lieblingskiste. Oh, Tag der offenen Tür hier. Nicht doch. Hab ich eine Kiste verkloppt, ey. Ah, ein Döschen. Ich lasse die ganzen Krübel liegen. So, jetzt gucke ich mal, dass ich hier oben nächtigen kann. War doch irgendwo die Leiter hoch, ne? Dann würde ich sagen, penne ich nochmal eine Runde hier in der Stadt. Die Nacht halte ich jetzt auch noch aus.
Scrabbit. Das Fenster zum Hof. So, hier oben war das. Na komm schon, nimm das Ding mit. Und hopp. Ich muss hier irgendwie... Was haben wir denn gleich? 9 Uhr. So. Nein? Ja, ja, ja. Gut. Nichtsdestotrotz werde ich mal mir mein Kram hier irgendwo hinlegen. Und zwar erstmal hier rein. Eins, zwei, drei. Plätze frei. Wir können auch mal was trinken. Ich kann ja mal hier nach der Knarre gucken. Ja, natürlich nichts Gescheites drin. Also weg damit. Ist auch nur ein Short, ne? Ja, ist auch nur Short. Ein Lagerfeuer machen bringt jetzt nicht so viel, ne? Oh, 204 Scrap. Cool. Ich kann Bullets machen. Ich freue mich drauf. Wie ein schlesischer Schlosskönig. So. Auf Stiff's Door waren wir schon. So ist relativ ruhig. Natürlich hat der Laden hier jetzt nicht so viel zu bieten. Es waren ein paar Schinken drin. Die können wir uns eigentlich nochmal schnell holen, ne? Haben ja noch ein bisschen Zeit. So. Wir haben Platz für ein Bierchen. Bitte, bitte. Natürlich nicht. Ein Medikit, hä? Naja. Fast gut. Das ist eigentlich nicht das, was ich brauche, ne? Was ich bräuchte, wäre nicht so ein Krach, den ich hier mache. Da oben ist noch eine Kiste. Okay, was ist drin? Dämliches Wasser. Okay, also hier ist irgendwie nichts Gescheites. Ich habe gedacht, es gibt coolere Sachen hier. Ein Klo gibt's da. Ich könnte mir wenigstens ein Wasser kochen, ne? Das wäre das Einzige, was ich machen könnte. Pistolbook, na toll. Nee, danke, habe ich schon. Ja, jetzt wird es spannender, weil jetzt fange ich an zu stinken. So, den Kram nochmal mitnehmen. Da nochmal reingucken. Haben wir was in der Kasse noch? Wir werden mal die Kasse teilen. So, hier ist natürlich Tag der offenen Tür. Das gefällt mir gar nicht. Der riecht mich. Der riecht mich aber ganz gewaltig, der Junge. Hehehe, ich habe einen Stinker gemacht, deswegen riecht er mich. Da war nichts mehr drin. Hier war der. Hatten wir nicht noch irgendwo Fleisch dabei? Schönes, stinkendes Fleisch. Wenn ich das ganze Bier gesoffen habe, ist fertig, ne? Da kann ich da nicht mehr. Vor allem sollte ich jetzt mal um die Uhrzeit auch mal mich wieder nach draußen wagen. Ich werde mal
Wahrscheinlich gleich sterben hier, wenn ich mich so weiterhin anstelle. So, dann kochen wir uns hier nochmal ein Süppchen. So, schön. Das habe ich ja gerade so noch gepackt. Puh. Ich habe immer noch keine Kiste zum Ablegen, ne? Kann es sein? Ja, ist so. Dann machen wir das jetzt mal anders. Dann machen wir so. Dann machen wir das in der nächsten Aufnahmefolge. Dann machen wir jetzt Schluss und ich wünsche euch viel Spaß. One Homie Left hat noch eine Runde zu später Stunde. Okay, ich werde mal da hinten meinen Kram reinpacken und dann mache ich mal ein Campfire, okay? Dann haben wir wenigstens ein bisschen Platz frei. Genau. Schlag du nur um dich. Wir sehen uns. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Und haut rein. Wow.